Hi Freunde und willkommen zurück hier bei einem wunderschönen Sonnenaufgang in Minecraft. Ja, wir sind wieder zurück. Für euch sind ja nur maximal 2 Tage vergangen, wenn ich nichts verkackt beim Uploaden, was aber soweit passen sollte. Für mich ist noch weniger Zeit vergangen, weil die letzte Aufnahme heute Mittag war. Und ich schon wieder keine Ahnung habe, wo wir stehen geblieben sind. Ich meine aber, dass wir hier alles wieder repariert haben und diese Decke hier noch reingezogen haben. Was ich im Rest vom Haus eigentlich auch machen wollte. Ja, wir haben hier noch ein paar. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Und dann danach noch ein paar Lämplis reinsetzen. Also so ein bisschen Erde, um nach oben zu kommen. So, ja, ich weiß, die hier wären unnötig, aber ich nehme die trotzdem einfach mit. So, gehen wir noch einfach ganz hoch. Könnte man nicht, wegen Decke. Ja, das war jetzt ein Fail. Dann wieder runter. So, nee, doch nochmal eins hoch. Nein. So, den Rest sollte ich von hier unten machen können. Habe ich eine Axt am Start? Natürlich habe ich schon wieder keine Axt am Start. Ganz was Neues. Ey, wenn ich eine Axt am Start habe, ihr kennt mich doch so langsam. So, ja, ich weiß, da sind jetzt keine, aber ist jetzt auch egal im Endeffekt. Können wir vielleicht irgendwann mal nachbessern, wenn ich dran denke, was ich wahrscheinlich nicht tun werde. Wahrscheinlich werden mir auch die Bretter hier nicht ansatzweise reichen. Und dann werden wir doch nochmal Eichenholz besorgen gehen müssen. Nee, das war's schon wieder. Wir sind alle. Ah, ne, wir haben hier noch Eichenholzbretter und Stämme. Können wir da ein paar draus machen und wir müssen nicht mal runterlatschen, weil wir hier im Schlafzimmer als Nachttischschränkli hier schöne. Ja, ihr wisst schon. So. Okay, hört sich an wie ein außerirdisches Rauschen auf dem rechten Ohr. Ja. So, da noch eins rein. Da noch eins rein. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir endlich mal den Schnee hier drinnen loswerden. Ja, so, ich falle nicht die Treppe runter. Das ist doch schon mal sehr Tolles. So langsam nimmt unser Häuschen doch Formen an. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Na komm. Dass wir auch endlich mal ein schönes Wohnhaus haben. Da oben mache ich dann vielleicht noch so einen verstaubten Dachboden draus oder so. Mal gucken. So, natürlich reichen sie nicht. Wer hätte denn das gedacht? Machen wir halt doch nochmal eine Ladung. Jetzt hat man dann wieder viel zu viele im Endeffekt. Die dann irgendwo in der Truhe vergammeln. Und wenn man sie dann nochmal braucht, denkt man natürlich nicht dran. Und macht sich neue. Ja, ne? Da ist wohl wieder mal jemand aus zu großer Höhe abgestürzt. Dachte es reicht. Hm? Dachte es reicht. Ja, hat wohl nicht so ganz gereicht, ne? Scheiße. Nein, ich doch nicht. Ich wollte gerade verzaubern.
Und dafür ist mein Zug abgefahren. Ja, das ist jetzt halt bitter. Musst du halt noch ein paar Monsterlies killen oder Rohstoffe abbauen. Ich überlege gerade diesen Mittelstreifen hier. Den sollte ich fast, glaube ich, auch aus Schwarzeiche machen. Dass es einfach so aussieht, als ob es halt so sein sollte. Natürlich reicht die Schaufel nicht mal, um dieses bisschen Schnee hier wegzumachen. Wer hätte denn das gedacht? Aber die restlichen paar Schneedinger hier kriegen wir auch noch mit der Handverkloppung weg. So, eins noch. Haben wir es geschafft und jetzt können wir uns dann doch so langsam hier ein bisschen häuslich einrichten. So ganz wie wir uns hier einrichten, weiß ich allerdings noch nicht. Was machen wir denn? Haben wir noch Truhen hier am Start? Ich meine, ich müsste irgendwo noch welche haben. Wohl nicht, dann machen wir mal noch geschwind zwei Stück. Okay, machen wir 8, ist auch in Ordnung. Weil, es hat seinen Grund. Ja, genau, ihr habt richtig gesehen. Hier gibt es einfach eine Schneetruhe. So, da haben wir noch Schnee, da haben wir noch Schnee. Den wird sich Biene nämlich ab und zu mal abholen, so wie ich sie kenne. Und da freut sie sich, wenn sie alles schon direkt in der Truhe hat. So, dann nehmen wir mal die Öfen hier mit. Die mal an ihren Platz kommen drin. Wie richte ich denn die Küche ein? Mal noch was gucken. Ich hatte doch weiße Wolle. Ich meine, ich hatte auch irgendwo graue Wolle. Mal gucken, wie der glatte Stein aussieht. Ja, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann nehme ich den. Hatte ich nicht mal irgendwo Leder? Da habe ich Leder.
War das so? Nee, das ist der Rahmen, glaube ich. Das war doch... Ja, der, das wollte ich nicht. Wie ging denn nochmal ein Poster? Das ist ein Toaster. Poster. Er braucht Wolle, glaube ich. Wolle und Stickies. Ja, okay, versuchen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Versuchen wir es mal mit Wolle. Ja, tatsächlich, Gemälde heißt es ja. Und da wird es auch schon wieder dunkel, kaum zu fassen. Hast du ein Bett am Start? Dann lass uns mal Nickerchen machen. So, dann hoffen wir mal, dass in der kurzen Nacht hier ums Eck nichts gespawnt ist. Weil ich hänge jetzt hier, machen wir halt die hier provisorisch. Weiß noch nicht, ob ich die so lasse, aber erstmal provisorisch, dass wir hier ein bisschen Licht haben. Mache ich das so? Ich weiß es noch nicht. Nee, das gefällt mir nicht, weil da hätte ich dann lieber die Schubladenseite tatsächlich vorne. Aber wenn man die irgendwie aufhängt, scheint das nicht zu funktionieren mit der Schubladenseite. Aber dafür hätte ich doch eventuell auch schon einen Plan. Jetzt muss ich es aber erst nochmal abbauen. Obwohl Schubladen ja auch keinen Sinn ergeben auf der Höhe.